herzlich willkommen, Michael Schenker hier bei Rock Bottom, bei der Radiosendung, beim YouTube-Kanal. Es kommt jetzt im September ein neues Album raus, am 20.09. Revelation. Das ist recht schnell nach dem ersten, was im März letzten Jahres rausgekommen ist. Wie ist es zu diesem schnellen Album gekommen? Kannst du mal so ein bisschen die Entstehung erzählen? Ja, ich bin jetzt im Kopf da wieder, wo ich mit UFO war. Ich bin wieder am Anfang meines Lebens und dort, wir haben immer eine Platte pro Jahr gemacht. Ja, ja, ja. Na, also wie gesagt, man ist jetzt in einer Zeit, wo man hat jetzt eine Sache, die man macht, und ich habe immer I play and discover und habe immer vieles bereit. Und vor allen Dingen, wir hatten eine Tour angekündigt bzw. confirmed für den 15. April 2019. Und unsere Tour war vorbei 2018 im November. Warum, was soll ich mich jetzt da 8 Monate lang hinsetzen und nichts tun? Ne? Cool. Also, da macht man Musik und haben alles wunderbar hingekriegt, bis eben darauf, dass dann der Ted McKenna gestorben war. Oh. Ne? Und dadurch wir dann auch Ideen mit Gästen und so weiter wegfallen lassen mussten, ne? Weil dann die Zeit kürzer wurde. Und wir haben alles noch gut hingekriegt. Wir haben dann Simon Phillips als Schlagzeuger gekriegt für die 10 Stücke. Und der Bodo hat 3 gemacht, ja, der Bodo Schopf. Und dann habe ich mir den Bodo gleich mitgenommen nach England zum Üben, weil wir ja nur 2 Monate jetzt hatten, ja. um 45 Songs hinzukriegen. Ne? Das heißt, 32 Stücke spielen wir in unserem Live-Programm. Und wir haben alles bis zum März dann noch hingekriegt und haben in Amerika dann noch im April 2 Videos gemacht und fingen dann am 15. an in Los Angeles mit unserer Tour, 6 Wochen. Und ja, jetzt kam alles noch. Hat alles gut geklappt. Wir haben sogar noch unsere Listening Party hingekriegt für internationale Presse. Cool. Ja, und also wir mussten natürlich Sachen weglassen. Eine Sache, das war ein 4. Stück. Das hätte We Are The Voice, hätte noch ein Stück werden sollen, wo alle singen. Ja. Aber weil die Zeit jetzt kurz wurde, und wir hatten, das ging nicht so einfach mit dem Stück, alle Sänger da hinzukriegen, aus einem Grund. Und da sagte der Michael Forsters mal auf, ich habe eine Idee, warum holen wir uns nicht, ich habe da so einen Typen, mit dem ich zusammenarbeite, der singt bei Richie Blackmore, und den kann ich fragen, ob er, oder? Und das, klar, der macht alles, ne? Und dann hat er angefragt, der war mit Feuer, also voll dabei, begeistert und hat das wunderbar hingekriegt, und es hat dann nochmal einen Gast gegeben ohne Planung. Cool, ne? Cool, und das, ja, cool. Und auch nochmal eine Dimension, ja, nach oben gekriegt, ne? Ja. Weil das auch das Stück selbst ist sehr unusual, ja, also ja, seltsam, und dann er hat das mit seinem Gesang unheimlich gut hingekriegt, sodass das Stück dann nochmal ein Höhepunkt wurde. Ne? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt also mit Graham Bonnet und dem Dougie Wild 2 ehemalige Rainbow-Leute dabei. Ja. Und jetzt auch noch der Ronnie Romero. Ja. Hast du eine Absprache mit Richie Blackmore? Da ist das Weiß Zufall. Ich auch nicht, wie das kommt. Die Purple haben mich gefragt, 1993 bei den einzusteigen. Ja, ja. Roger Glover hat das erste Michael Schenker Group Album produziert. Ich weiß nicht, da muss es irgendwie eine Parallele, ja, ja, geben. Ne? Mit David Coverdale hätte ich beinahe zusammengearbeitet. Das, ne? Ich bin ja auch 2. Generation, das heißt also Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, und dann als nächstes kommt dann schon UFO, Judas Priest und AC/DC. Ja, ja. Also der Goldman, dann kriegt man automatisch von der, klar, Höhe, ne, von der anderen Generation automatisch kann das dann vorkommen. Ich habe zum Beispiel auch 3 Jeff Beck Schlagzeuger, ne? Einmal den Carmen Appice und dann den Simon Phillips und, ja, wer ist der andere? Cozy Powell. Cozy Powell, ah ja, stimmt, ja, ja. Das ist ja, und die Scheibe jetzt. Also mit anderen Worten, ich, ja, nehme nur Leute von den Besten. Ja, das ist klar, was anderes hätte ich auch nicht erwartet.
Und ich finde, Revelation klingt noch ausgereifter als Resurrection. Gerade von dem mehrstimmigen Gesang, das ist noch vertrackter und irgendwo noch spannender. Die erste war schon klasse, aber die ist noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen ja, komplizierter, vertrackter. War das ein Vorteil, dass ihr im Grunde ja, euch schon Erfahrung hattet? War das, das dadurch leichter bedingt? Das war der nächste Schritt. Ne? Das war der nächste Schritt. Ich hatte schon Vorstellungen, 4 Stücke, wo alle zusammen singen, anstatt 2 Stücke. Das war schon mal eine Idee. Und dann die nächste war, dass ich dann das auch, das, was mir zur Verfügung stand, als Inspiration von meinen Riffs, die ich immer aufbehalte, dass die Choruse wurden melodiöser noch. Ne? Ja. Und natürlich, ich passe immer auf, dass es schnell weitergeht, ne? Dass ein paar Mittempos, kein langweiliges, und das muss wie ein Buch spannend vom Anfang bis zum Ende durchgehen. Natürlich dann als Zufall noch dazu kam dann der Ronnie Romero und so hat einer mal gesagt bei so bei einer Listening Party am 30. März, dass the Resurrection makes him happy, aber Salvation, he wants to party. Ja, das ist gut, das merkt man auch. Und ist es schwer, jetzt einen Song zu schreiben, wo 4 Sänger dabei sind? Ist es schwieriger, als wenn du den jetzt für eine Stimme oder für eine Stimmlage schreibst? Oder wie bist du da rangegangen? Ist es eine andere Art des Komponierens? Sag nochmal. Ist es schwer, einen Song zu komponieren, der für 4 Sänger gedacht ist? Ach so, nee. Also das ist das einfach im Grunde genommen. Ja. Aber ich nehme das mal mehr so, was passieren muss, muss passieren. Ja. Ne? Also ich mache meinen Teil. Ja, und natürlich mache ich meinen Teil, ich kann nicht die ganze Welt verändern, ne? Ich mache nur meinen Teil, zu dem ich zuständig bin. Dann, wenn alles fertig ist, schickt man alles raus zur gleichen Zeit. Und dann, derjenige, der gleich zuschlägt, was meistens immer Dougie ist, der nimmt sich die ersten beiden Stücke, das heißt dann für mich, das sind die beiden Stücke, mit denen er zufrieden ist. Ja. Und wenn noch kein anderer was genommen hat, dann sind sie noch nicht so weit. Ne? Also Dougie war schon fertig, dann Robin kam der Nächste, der hat sich das eine Stück genommen. Dann hat sich der Graham Bonnet hat sich dann 2 Stücke genommen. Ja. Und so haben sich die Leute, die verschiedenen Sänger, haben sich entschieden für ein Stück, wenn sie so weit waren, dass sie auch dahinter stehen. Und irgendwie kommt es immer wieder dazu, dass am Ende sind sie alle happy mit ihren Entschlüssen. Und das wird weltweit dann aufgenommen, der Michael Voss, der mixt das dann zusammen in seinem Studio. Dann, das ist, als wie eine Einheit klingt. Ja, der Michael Voss, der ist meistens dafür zuständig, dass er die Gesänge schreibt für die Stücke, wo alle sind. Ach so. Ne? Ja, genau, das ist mein Gedanke. Aber sonst die Stücke, die sind also die von dir und den jeweiligen Sängern komponiert worden. Ja, also ich mache die ganze Musik und dann die Leute, die sich dann die Stücke nehmen, wie du gesagt war, Behind the Smile und Blood Red Sky, schreibt er seine eigenen Lyrics, seine eigene Gesangsmelodie. Natürlich präsentiert er es nicht. Präsentiert er es erst, um zu sehen, was wir davon halten und so weiter. Ne? Und dann macht man einige Korrekturen, die passieren müssen oder vielleicht manchmal auch gar nichts. Ne? Und das kommt drauf an, bei welchem Sänger, bei welchem Stück. Und das geht dann, bis man es geschliffen hat und es ist alles fertig. Das ist auch gut gelungen. Und ist der Bodo Schopf, hat er sich gut da eingefunden in die Band? Also kommt er jetzt gut da mit den anderen Jungs klar? Ja. Also das... Ja, wunderbar. Ja. Die Leute, der Chris Ben sagt zu mir, Michael, gute Entscheidung. Ja. Also wir waren ja alle auf Tour schon in Amerika, auf die zweite Amerika-Tour für das gleiche Album, für Resurrection. Ja. Und wir haben natürlich jetzt, und die sind alle zufrieden mit Bruder. Also, wunderbar. Und vor allen Dingen als Mitglied, ne? Als Familienmitglied. Ja, sowieso. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und passt noch gut dazu. Und der,
Bassgitarrist Liz Glenn ist total happy mit ihm. Ja, genau. Also die Rhythm Section. Das ja funktioniert gut. Ja. Nee, das ist ja eine sehr schöne Sache. Und ja, du greifst wieder ein christliches Thema auf, bist da ans, an die Gitarre da gebunden gewissermaßen. Wer hatte die Idee dazu, zu diesem Interesse? Ja, das ist im Grunde genommen, ich bin fasziniert mit der Artwork. Ja, genau. Selbst, ja, ne? Der Maler, also fantastisch, muss ich sagen. Ne? Aber die, das ist meine Idee, ne? Und das ist im Grunde genommen, ein Bild sagt alles, wenn man genug über mich weiß. Ne? Also da kann man sehen, wie zum Beispiel die Platte hätte auch heißen können Purity and Passion versus Greed and Corruption. Das ist zu kompliziert. Ja, achso, das ist Englisch zu sagen. In Deutsch würde das heißen. Nee, ist richtig. Nee, vom Albumtitel zu lang. Ja, achso, aber du verstehst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das weiß ich schon. Aber das könnte man Hennemann sagen können, genau. Zu dem Albumcover, weil darum geht es im Grunde genommen. Genau. Weil ich habe mein Leben vom musikalischen Punkt sehr pure aufgebaut, ne? Und bin dabei geblieben, immer von innen zu schreiben. Und habe es geschafft, über 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, keine Sachen nachzuspielen oder auch keine Musik zu hören, sondern einfach nur selbst kreativ, so wie ich es sehe, zu machen. Das heißt also, ich bin mir treu geblieben. Es gibt ja auch so einen Spruch, der heißt, if you are true to yourself, everything else will be added onto you and more. Ne? Und das ist ein Spruch, den man hört, wenn man so ein Teenager ist. Man weiß aber nicht, ob das Wahres ist. Wenn man es aber gemacht hat, weiß man, dass es ein Fakt ist. Nee, das ist auch richtig und das kommt ja auch authentisch und gut rüber in deiner Musik. Und mir ist aufgefallen, auf den letzten Tourneen hast du viele Ansagen selbst gemacht, hast die Sänger vorgestellt oder auch jetzt, ich habe es bei YouTube gesehen, Holiday gesungen. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Also, dass du da jetzt auch selbst singst und auch die Ansagen machst. Einfach nur so, weil ich sage, ich komme immer Schritt für Schritt zu dem nächsten Punkt. Ich plane nichts, ne? Aber wenn dann eine nächste Tour stattfindet, habe ich schon wieder neue Sachen erlebt und bin schon wieder an einem Punkt, wo ich gerne etwas nochmal klarstellen möchte. Also jetzt bei Holiday zum Beispiel habe ich vielleicht vor 2 Jahren gesagt, ja, hier ist ein Stück Holiday, I never got credited for. Und dann haben wir es, und dann haben wir es einfach gespielt. Oder wir haben es einfach gespielt in der Vergangenheit. Dougie hat es gesungen und so weiter. Ne? Aber diesmal wollte ich einfach mal sagen, okay, hier ist ein Stück und wollte es auch gerne spielen, aber nicht die ganze Version, sondern einfach nur ein Piece, ne? So dass auch alle mitsingen und vor allen Dingen, ich bin ja kein Sänger, aber so die Leute, die da unten singen, sind ja auch keine Sänger. Also haben wir alle zusammen als Street Singers das alles zusammen gesungen, ne? Und das ist eine tolle Atmosphäre. Wäre das nicht mal eine Idee, dass du auch vielleicht mal ein Stück singst auf dem Album? Nein, ich singe ja das nicht, um Gesangsmöglichkeit vorzustellen, sondern ich singe das einfach nur als Audience. Ja, ich verstehe das schon. Aber es ist mir keine Idee, dass du auch mal selbst Sänger wirst. Ich singe das als Mitsinger. Ja, mit verstehe den anderen zusammen. Ja, ich verstehe das schon. Ja, nee, ist richtig. Und ja, wie gesagt, das sind ja jetzt viele bekannte Ex-NSG-Musiker dabei, Sänger dabei, andere Musiker dabei, der Dougie White. Wäre es nicht mal interessant, vielleicht live oder auf dem Album, das noch weiter zu erweitern, vielleicht um Klaus Meine oder Phil Mock? Ja. Wäre das nicht eine Idee noch? Es könnte alles noch was werden. Zum Beispiel 2020 wäre eine gute Möglichkeit für Klaus Meine, da ich ja da das erste Stück vor 50 Jahren, in 2020, habe ich meine erste Platte gemacht und da habe ich auch mein erstes Stück geschrieben, In Church of Peace of Mind. Das war mein Stück, das haben aber die Scorpions sich allen Kredit für gegeben, aber das habe ich bei meiner Mutter in der Küche geschrieben. Ja. Da haben die anderen gar nichts mit zu tun gehabt. Und dann In Search of Peace of Mind, das war der Titel, der hat mich durch das ganze Leben geführt. Ne? Das war meine Theme. Ne? Und also das finde ich schon interessant und in 2020
wäre es 50 Jahre, seitdem ich bei UFO eingestiegen war. Also wer weiß, bald ist 2022 für Mock bereit, ein paar Stücke zu singen. Ja. Und wäre das die Idee, die sind doch gerade auf Abschiedstour, Last Orders, Abschiedstour, dass du da vielleicht ein paar Gigs mal mitmachst? Nein, UFO. Nein, doch, das geht nicht. Das ist doch, ich schließe mich da nicht an. Die haben ihre eigene Organisation. Ach so. Und die haben, es ist auch nicht original, das Einzige, was ich machen kann. Okay, geil. Das Einzige, was ich machen kann, ist Michael Schenker Fest. Mit Gästen, aber so weiter gehe ich nicht. Weil wenn ich mit UFO und mit Scorpions was machen würde, wenn überhaupt, dann müsste das alles original Besetzung sein. Okay, gut. Du hast es angesagt, Jubiläen. Nächstes Jahr hast du 40 Jahre nach Beginn deiner Solo-Karriere. Die erste MSB-Scheibe ist 1980 rausgekommen. Planst du da unsere Art Jubiläum oder dass da vielleicht noch ja, andere... Wir sind ja jetzt 20 haben wir 50 Jahre Michael Schenker, 40 Jahre MSG, ja, 10 Jahre Simon Phillips, since the last time in Japan. Ja. Zu viel. Okay, nichts weiter geplant. Es gibt eine Tour, ganz normale Tournee und dann die startet. Ja, wir warten, dass die Platte rauskommt und dann fangen wir an, Angebote anzunehmen. Okay, dann kommt die Welttournee wieder. Ja, genau. Ja. Das ist eine schöne Sache, das freut mich, dann viel Erfolg mit dem neuen Album. Danke. Ja, Revelation mit der Tour und auch für die Zukunft noch viel tolle Platten, viel Erfolg. Ja. Siehst fit und frisch aus, danke. Also du siehst aus wie 44. Also weiter so mit der Energie, freut mich, Michael. Ja. Vielen Dank für das nette Interview und du kriegst Feedback über ihn und die Plattenfirma. Ich danke auch. Dankeschön. Danke, tschüss.